Podcast gelandet, Freunde. Ich bin zurück. Wie ihr seht, nicht mehr mit pinken Haaren, die sind ab. Sie sind rausgewachsen. Und ja, ich werde mich zurück mit einem neuen Vlogger. Es tut mir leid für die technischen Schwierigkeiten beim letzten, weil irgendwie auf YouTube einzelne Videosequenzen nicht hochgeladen, sodass der Bildschirm schwarz wurde. Und bevor ich das ein halbjahres Projekt draußen habe, habe ich den komplett archiviert. Jedenfalls wird dieser definitiv oben bleiben, hoffentlich auch dann in der richtigen Form, Art und Weise. Aber ja, ich bin jetzt hier in der Penn Station. Und zwar hole ich meine Schwester ab, die mich besuchen kommt. Ja, der Easy ist das erste Mal in New York in, ich glaube, 6 Jahren. Und ja, ich freue mich riesig, was ich das letzte Mal zu Weihnachten gesehen habe. Ich habe ein Viertel, ein halbes Jahr so. Und jetzt sehe ich. Die Gang vereint, Schwester, Julius, der Griech ist da hier drin irgendwo wieder am rumlamentieren. Wo ist der? Alles klar. Bisschen Töne auf klein klein. Und jetzt geht's ein bisschen Workwear shoppen bei Dave's. Hier eine Institution bei den Einheimischen anscheinend. Und deswegen checken wir den Laden jetzt mal aus. Hoffen wir gibt's ein paar so Basic Double Knees, bisschen ne, Trainingsanzüge, bisschen, ne, weil da drin läuft es sich schneller. Und ja, Freunde, be ready. First things first, erstmal die Schwester hier zu Halal Food. Das, Freunde, ist einfach Andrea Pirlo. WTF. Einfach lebende Legende. Gerade uns vorbeigegangen, während ich hier Halal Food schnabuliere. Ein ehemaliger Fußballspieler. Ja. Der Bruder Theo hält mir aus hier. Halsschmerzen und so. Nicht hier, nicht mit mir. Das hier Käffchen erstmal sehr, sehr wichtig. Jetzt den ersten 2-3 Stops, snacken und Kaffee trinken, geht's erstmal ins Hotel, einchecken und dann geht's abends wieder raus mit den Jungs. Diese Jugend von heute nur am Handy. Also was sagen Sie dazu? Lebt doch mal hier und jetzt. I'm dead. I'm alive, but I'm dead. Im Hotel angekommen, erstmal Uni arbeiten, ne? Weil irgendwas ist immer. Und ja, hier ist das Hotel. Ausblick. Jetzt gleich geht's Abendessen mit den Jungs, mit den Herdibis. Und ja, mal gucken, was der Rest des Abends bringt. Und wie immer steht das ein bisschen in der Luft, keine Ahnung. Schwebt es in der Luft. Aber ja, ich bin gespannt. Es wird bestimmt was Cooles abgehen. Ich nehme euch mit. Kleiner Fit-Check hier, die Crispy Air Force. Heute neu gekaufte Basic schwarze Sweatpants. Weißes Basic T-Shirt. Passender Crewneck zu den Sweatpants, also kleine Tracky Action. M-Jewelry MLMH Ring.
Uhrenliebhaber wissen hier, die an Hommage an das Jubiläarmband. Dann Stussy Bomberjacke mit Rosé innen drin. Ja, Schwester-Outfit. Die Vintage New Balance. Carhartt Workwear Pants. Graue Sweatshirt-Jacke. Dollar Chain, weil sie so ein Pimp ist. Psych. Vintage Bomberjacke. Und MLMH Beanie. Gesicht schon denken hier. Schlawiner ihr. Hier MLMH Beanie. Outfit. Super. Bruder, LBG approved. Kleine Snacks hier geholt als Stärkung. Bevor es zu Dave & Buster's geht. Mal wieder Arcade Games. Und Touri-Tings natürlich, wenn die Schwester wieder in der Stadt ist. Einmal, damit es abgehakt ist, den Times Square zeigen, damit wir das auch den Rest der Woche sein lassen können. Schaut ein bisschen cringe. Zum dritten Mal jetzt in diesem Monat das Kind in mir nochmal wecken. Mit Steph. Christopher. Zurück am Times Square, wir sind jetzt durch mit Arcade Games und jetzt geht's da hinten zu den altbekannten besten Donuts der Welt, Moon. Ich hab bis jetzt so eine Person. Guckt ihr mich an? Du musst jetzt halt deinen Blitz, ne? Aber zu lange in der CD-Hits-Fabrik. Was willst du, Junge? Bist du auf Krawall gebürstet? Junge. Bei Junge. Dir, ne? Komm mal runter jetzt, ne, Meister? Back to Blonde, Freunde. Shoutout an meine Schwester, die das heute übernimmt, damit ich nicht wieder in the Trap abgezogen werde von irgendwelchen Hairdressern, die mir dafür $150 abnehmen. Und ja, mal schauen, wie das so aussehen wird. Jedenfalls bin ich gespannt, ne? So, nachdem jetzt hier gerade ein bisschen, übrigens, das Ergebnis, das ist so der Zwischenstand. Das wird gleich Platin gemacht. Das ist jetzt nur so ein Mittelblond, da man nicht direkt von schwarz, also dunkelblond, dunkelbraun auf hellblond gehen kann. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Sport gemacht hier und jetzt gibt es Abendessen with a view. Und zwar sind wir am Brooklyn Bridge Park. Ich kann euch zeigen, wie das Ganze aussieht hier. Bevor es dann zurück ins Hotel geht, fertig machen und zurück in die City. Aber ja, Step by Step. Snacks zum Abendessen hier. Erstmal anfangen mit kleinem Tee hier. Wichtig und sehr richtig. So eine super Sache hier, die Buffalo Wings. Mozzarella Sticks. Super Sache.